Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns, wie es der Titel schon sagt, mein Team an, wie es für meinen privaten Spielverlauf aussehen soll am Freitag. Und wir gehen direkt rein, ich rede nicht viel rum. Ich weiß, jeder andere hat schon sein Team gezeigt, deswegen wollte ich das auch mal machen. Und wir schauen uns direkt mein Team an. Als erstes fangen wir an mit der Wahl der Starter. Sorry, ihr Starter, ihr seid nicht aus, denn ich mache mit einem Kumpel eine Challenge, wo wir die lappigsten und schlechtesten Pokémon, die wir uns überhaupt vorstellen können, nehmen werden. Und ja, sagen wir es mal so, die meisten Pokémon werden, glaube ich, eine Gesamt-Base-Rate-Summe unter 470 oder 80 haben. Könnt ihr auch gerne nochmal nachgoogeln. Ich habe die jetzt nicht mit dem Video drin, aber ja, die Basiswertsummen dieser Pokémon sind schon ziemlich low. Und das ist halt unsere Challenge. Ihr werdet gleich sehen, welche Pokémon alle dabei sind. Und auf jeden Fall fangen wir dabei an mit einem Bidizar, was ich dann noch zu einem Bidifass entwickeln werde. Ihr werdet auch sehen, im Laufe meines Stream-Reviews ist ziemlich viel Normal und Wasser dabei. Bidizar wird mein Starter sein. Quasi, der wird dann halt meinen Starter, den werde ich dann kicken und der wird dann halt, Bidizar wird ihn halt ersetzen. Und ja, wird dann Bidifass sein. Als nächstes haben wir das Elektro-Pokémon, das Elektro-Eichhörnchen Pachirisu, was das Pikachu der vierten Generation ist. Hat, glaube ich, eine Basiswertsumme von 420 oder so. Ich weiß die nicht aus dem Kopf, aber ich weiß, dass die alle unter 500 sind. Bis auf eins in meinem Team, aber zu denen kommen wir zum Schluss. Ich werde auf jeden Fall ein Pachirisu in meinem Team haben, was dann quasi mein Pikachu wird in dem Team. Und Elektro ist eigentlich immer ein guter Typ. Und Elektro dabei zu haben, ist, denke ich, nicht schlecht. Als nächstes haben wir dann noch ein Haspirohr, was auch von Typ Normal ist. Deswegen meine ich, normalen Wasser wird hier ein bisschen oft vorkommen. Mann. Aber das ist die Challenge. Und der Sinnodex ist auch sowas von, weiß ich nicht, der ist nicht gut. Der ist echt nicht gut. Drei Feuer-Pokémon oder zwei. Kommt, Leute, kommt. Auf jeden Fall ein Haspirohr, was ich dann auch zu einem Schlapper entwickeln werde. Das wird wahrscheinlich eine Tortur, weil Haspirohr entwickelt man nur mit Freundschaft und Haspirohr fängt mit einem Freundschaftslevel von 0 an. Ich hoffe, es gibt eine Sanftlock oder so. Oder ich habe direkt am Anfang einen Luxusball. Schade, dass ich immer so ein Pakete nicht habe. Da kriegst du diese Levelbälle und sowas dazu und Freundeswelle. Schade, schade, schade. Egal. Als nächstes habe ich dann mein Team noch ein Pantimos, weil Pantimos muss dabei sein. Seitdem, seitdem Detektiv Pikachu-Film ist Pantimos einer meiner Lieblings-Pokémon geworden. Und ich kann nicht mal beschreiben, warum. Das Traurige ist, ich habe jetzt erstmal nur leuchtende Perle wahrscheinlich dann am Freitag. Und hab's halt vorgestellt gehabt. Und Kumpel muss mir das dann wahrscheinlich ertauschen, weil es Pantimos in Perl erst nach der Liga gibt. Aber das ist nicht schlimm, dann wird Pantimos halt mein Monster im Team, weil es dann den EP-Bonus bekommt, dadurch, dass es getauscht ist. Und dann würde ich mal sagen, wird der lustige Clown mein Signature-Pokémon in dem Team? Ja, ich habe das Video Slow-Mo, das sieht so merkwürdig aus. Machen wir mit dem nächsten weiter. Da werden mich wahrscheinlich alle köpfen, denn es ist Manaphy. Das, was du als Eventverteilung des Ei bekommst. Ich möchte es mein Team behalten. Ich weiß, es hat einen Basiswert von Summe von 600. Aber die sind alle auf 100, die Basiswertsumme aller Sachen. Deswegen ist es eigentlich ein Allrounder. Man kann es spielen, wie man möchte. Und das ist, glaube ich, weder gut noch schlecht, wenn alles gleich ist. Deswegen, Manaphy, willkommen im Team. Ich weiß, es ist lame, mit dir zu spielen, weil du vielleicht einen gewissen unfairen Vorteil hast, weil du ein Mythical bist. Aber willkommen im Team, Manaphy. Oh, das Video ist tatsächlich ziemlich kurz, denn wir sind schon bei der Nummer 6. Und das wird das Unlicht-Eis-Pokémon Sneebel, was man erst relativ spät im Spiel bekommt. In der Stadt vom 7. Norden, Blitzach heißt die. Und ich werde dich nicht entwickeln. Du hast eine Basiswertsumme von 400 irgendwas. Du bleibst so, wie du bist. Und das ist im Großen und Ganzen mein Team gewesen, Leute. Ich werde auf jeden Fall gehypt. Pokémon Diamond and Pearl steht immer mehr vor der Tür.
Und ihr könnt mir auch gerne mal eure Teams in die Kommentare schreiben. Denn sowas interessiert mich auch immer gerne. Es werden auf jeden Fall vor dem Release, denke ich, noch ein, zwei Videos releasen. Ich hab viel mehr versprochen, als eigentlich passiert ist. Aber es kommen noch ein paar Videos vor Release. Ansonsten danke fürs Zusehen, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.